Wie hast du das Spiel gegen Fürth erlebt? Es war ein sehr intensives Spiel, direkt von der ersten Minute, aber wir wussten, dass es auf uns zukommt. Fürth hat gut begonnen, hat guten Fußball gespielt, wir haben uns dagegen gestellt, haben leider in der ersten Halbzeit zu viele Chancen vergeben, was uns denn ja leider so ein bisschen den Druck genommen hätte, denke ich, wenn wir da früher hätten das Tor gemacht, aber ja, in letzter Konsequenz, sage ich, haben wir dann durch den Standard das Tor gemacht und ja, gehen jetzt glücklich mit den 3 Punkten Richtung Hamburg. Du hast vorhin schon mal ein bisschen durchblitzen lassen, dass es schon mal wärmer war in der Fürth Arena. Inwiefern spielt die Kälte eine Rolle? Ja gut, ich denke, die spielt nur ganz, ganz kurz eine Rolle und das ist, wenn du raus auf den Platz gehst, ansonsten ist sie eigentlich weg, weil das ist ja, glaube ich, auch das Ziel vom Sport, dass du dich da bewegst, dass er ein bisschen wärmer wird. Aber so viel kriegst du dann von der Kälte auch nicht mehr mit. Eventuell nur kurz nach der Halbzeitpause, wenn du wieder raus musst. Aber ansonsten ist das jetzt nicht so wild. Am höchsten Punkt der Stadt. Ein Platz mit Tradition steht uneinnehmbar hoch, das Alpstadion. Träume, die aus Leder sind, werden hier schaffen. Schweiß und Fleiß, Kunst und Genie gut zusammenpassen. Geradeaus und ehrlich, schnell und brandgefährlich. Unser Club heißt FCH und wir sind zum Siegen da. Prägt euch diesen Namen ein, der Fußball macht aus Heiden ein. Schwäbisch clever, sparsam, bodenständig smart. Haben wir uns Höhenflug und Hochlandung an. Sonnen und abgeklärt. Ihr Brutler uns von Sieg zu Sieg, das hat sich so bewährt. Alpi, das war ein intensives Spiel gestern. Es ging vor allem in der ersten Halbzeit hin und her. Hätte es auch anders ausgehen können? Ja, natürlich. Ich meine, mit dem Videobeweis, ich glaube, aus der Handregel werden wir alle nicht mehr schlau. Ich weiß nicht, was der Hüse machen soll. Der Paddy schießt ihn an, noch durch einen Gegenspieler durch, aus 2 Metern. Der Arm ist ja, neben 90-Grad-Winkel, knapp im 45-Grad-Winkel. Abgestreckt vom Körper und ja, ich, als ich die Szene gesehen habe, wusste ich, wenn das sich anschaut, gibt es wahrscheinlich 11 Meter. Zum Glück haben sie nur einen Außenpfosten gesetzt und wenn der 11 Meter natürlich reingeht, kann das Spiel natürlich ganz anders laufen. Andersrum haben wir in der ersten Halbzeit noch 3, 4 richtig gute Chancen, 2 durch meine Person, einmal Kershi und Dorschi kurz vor der Halbzeit, wo wir jetzt schon mit einer Führung in die Pause gehen können und ja, ich glaube, die Standardstärke, die verfolgt uns ein bisschen durch die Saison, jetzt schon das 10. Standardtor. Fürth hat dann vor allem nach dem Seitenwechsel mächtig Druck gemacht. Inwiefern hat gestern dann die defensive Stabilität eine Rolle gespielt? Ja, ich glaube, Fürth ist ein bisschen besser aus der Kabine gekommen als wir. Glücklicherweise haben wir dann halt direkt das Standardtor zum 1:0 gemacht. Danach haben wir bis zum 16er vor allem sehr gut verteidigt, wenig zugelassen, bis auf eine große Chance vom Nielsen. Ich glaube in der 75. wo dann das 1:1 fallen kann, aber ich denke, dass wir in letzter Konsequenz doch viel wegverteidigt haben. Ich glaube, das war jetzt die 6:0-Weste von Mühe. Ich glaube, das ist mit Topwert in der 2. Liga. Und ja, das ist unser Anspruch, dann auch mal dreckig 1:0 gewinnen, wie gegen Pauli damals auch. Und ja, ich glaube, die 23 Punkte tun uns jetzt gut auf dem Weg hin Richtung Hamburg.